Euch. Wir waren nämlich wieder ein bisschen einkaufen, so in den letzten Wochen. Ziemlich coole Sachen gekauft, jeder von uns. Aber wir können heute alles verlieren. Heute werden wieder Preise geraten. Die Preise von den Dingen, die jeweils andere gekauft hat. Wer richtig errät, bekommt als Gewinn die Sache. Ihr wisst schon, was auch immer gekauft wurde. Ich habe auf diesem Weg schon sehr, sehr tolle Sachen gewonnen. Ich muss nur an den süßen Pulli zurückdenken, den ich sehr liebe und den ich diesen Herbst wahrscheinlich ganz oft tragen werde. Sie liebt es, mir weh zu tun. Lasst die Videos super gerne einen Daumen nach oben da und wir starten jetzt sofort. Hast du eine Ahnung, was das ist? Nö, Salzstreuer, der leuchtet. Das ist ein Mini... Was ist es denn eigentlich? Na, das macht so Luftfeuchtigkeit. Ach, so ein Luftbefeuchter. Ja, das. Sieht aber trotzdem aus wie ein leuchtender Salzstreuer. Nein, das sieht aus wie ein kleines Aquarium. Oh, du musst es erst zusammenbauen. Im Aquarium lebt eine Katze. Hoffentlich noch länger. Ups. Oh, das Kätzchen kommt auch rein. Oh nein, es ist am Kopf gelandet. Kätzchen, geht's dir gut? Achtung, fertig, los! Guck mal! Wie cool ist das denn? Ich glaube, die Katze braucht eine Taucherbrille. Dann schätze ich einfach mal. Und schreibt doch unbedingt in die Kommentare, was schätzt ihr? Ich finde so Schätzspiele schon immer sehr, sehr lustig. Und ihr könnt einfach mitspielen. Vielleicht seid ihr auch so Talente wie wir. Oder nicht. 14,99 €. 18,99 €. Bin ich froh, dass du mal verlierst. Dabei hätte ich so gern so einen leuchtenden Salzstreuer. Leute, Leute, Leute. Habt ihr euch schon unser neues Comic angesehen? Unser Comic Abenteuer vom Rosenhof. Der Funkenfels ist jetzt überall erhältlich. Endlich, endlich, endlich. Und wir wollen unbedingt wissen, wie es euch gefällt. Hallo, rennt los. Stürmt die Buchhandlungen und sagt, ihr wollt den Comic von Victoria und Sarina sehen. Der ist nämlich cool. Ja, ganz klare Empfehlung von mir. Und da sind auch Mitmachseiten drin. Und es ist ziemlich spannend und geheimnisvoll. Und es geht ein bisschen um Magie, um den Rosenhof. Also ihr dürft es nicht verpassen, es ist so, so cool. Und wenn ihr es feiert, dann könnte das ja eine ganze Comic-Reihe werden. Eines Tages vielleicht. Check den Comic aus. Was denkst du, hat diese Kaugummi-Maschine gekostet? Kann ich mal einen kosten? Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Da sind zwei Kaugummis rausgekommen und guckt mal, das sind wunderschöne Farben. Du bekommst rosa. Ich weiß nicht, ob ich das gewinnen möchte. Es funktioniert schon echt schlecht. Aber das ist voll die coole Deko. Es kommt auf meinen Schreibtisch. Der gelbe schmeckt mir nicht. Rosa war lecker. Welchen Preis schätzt du? Du kannst doch nichts kaputt machen, bevor du es überhaupt gewonnen hast. Meine ganzen Kaugummis. Jetzt liegen hier überall Kaugummis. Oh Mann, die sind voll lecker. Willst du haben? Nein, weg damit. Warte, ich muss mal auch austun. Schmatze ich die ganze Zeit. Es ist absolut verboten, ein Video zu drehen, während man einen Kaugummi kaut. Aber es ist lecker. Goodbye. Schönste Mülltonne der Welt. Du hast jetzt noch 30 Sekunden Zeit, einen Preis zu nennen, sonst hast du das verloren. 3,99 €. Warte mal. Es hat 3,49 € gekostet, das heißt, es darf 34 Cent. Nö, nö, nö. Leider nein. Falls ich es vergessen habe, man darf 10% vom Preis daneben liegen. Bei 3,49 € hätte ich 34 Cent daneben liegen dürfen. Seit wir diese Videos drehen, bin ich übrigens sehr gut im Prozentrechnen geworden. Habe ich es verloren? Du hast es verloren. Du hattest es nie. Du hast es einfach nur zerstört. Ich bin gerüstet, denn ich habe mir eine riesige XL-Packung Kuschelsocken bestellt. Und die sind super cute. Du ziehst eigentlich den ganzen Herbst und Winter nichts anderes an als Kuschelsocken. Ah, die sind sehr cute, ne? Jeder zieht doch Kuschelsocken im Herbst an. Und irgendwie werden meine immer weniger. Von selbst. Okay, wie viele Paar sind da drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Paar Kuschelsocken haben gekostet 10,50 €. Das würde ich blöd finden, wenn du recht hast. 14,99 €. Dum, dum, dum. Ich würde dann mal gerne was gewinnen. Das habe ich online bestellt. Und es ist ein Latzkleid. Ich weiß noch nicht, ob ich es süß finde und ob mir das steht und ob ich es überhaupt behalte. Aber wenn du es errätst, dann bekommst du es. Okay, ich schätze 21,49 €. Leider völlig falsch. 30,24 €. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Dann könnt ihr schreiben, ob ich es behalten oder zurückschicken soll. Ich glaube, ich finde es ganz sweet. Und ich habe sogar ein T-Shirt, das eigentlich mega gut dazu passt. Da sind nämlich die gleichen Farben drin. Voilà. Die sind so süß. Eine Sache
außer Kuschelsocken, die ich die ganze Zeit brauche, aber irgendwie immer verliere, sind Cuttermesser. Oder wie man bei uns sagt, Stanley-Messer. Wie, das sagt man nur bei uns? Ich glaube, Herr Stanley hat es erfunden. Ich glaube auch. Herr Stanley hat einen wichtigen Beitrag zu unserer Gesellschaft geleistet. Was wäre unsere Welt ohne Stanley-Messer? Cuttermesser. Schaut mal, da sind Katzenpfötchen. Ist das nicht niedlich? Es ist niedlich und gefährlich zugleich. Ich habe noch ein Kaugummi gefunden. Was guckst du so? Die wirft schon Auge. Ich könnte das sehr gut auf meinem Schreibtisch gebrauchen. Ich auch. Ich habe keinen Schreibtisch, aber ich brauche es trotzdem. 10 Euro. Ich kontrolliere nochmal. Du siehst schon ein bisschen ängstlich aus. Bin ich richtig? Warum tut sie das immer? Ich bin einfach Naturtalent in diesem Spiel. 9,99 Euro. Danke, wie niedlich. Und dann noch so schöne Farben. Können wir bitte einfach weitermachen? Es schmerzt zu sehr. Das schneide ich mal mit meinen neuen Cuttermessern auf. Du kannst es gewinnen. Was ist es denn? Dino-Radiergummis. Wie süß. Es gibt doch bestimmt Leute unter euch, die sich mit Dinos auskennen, oder? Könnte man sagen, was für Rassen das so sind? Also das ist der Tyrannosaurus Rex. Und die anderen? Blamieren wir uns hier auch noch. Du hättest einfach ganz normal sagen können, ach, sind die niedlich und weiter im Text. Aber nein, Dino-Rassen. Ich nehme hiermit ihre Schätzung entgegen. 4 Stück. Aber mit denen radiert man ja nicht wirklich. Naja, schon. 1,99. Dum, dum, dum. Leider nein. 49 Cent. Richtiger Schnapper, ne? Wow. Einen darfst du haben. Wieso hast du nicht nur 2 Packungen gekauft? Ich wollte dir gerade ein Mitleids-Dino schenken, aber nö. Dann nicht. Ich nehme den gelben. Oder den pinken. Oder den grünen. Den blauen will ich nicht. Wieso nicht? Ich habe noch was Cooles. Also wirklich cool. Ist das ein elektrischer Spitzer? Hä, wie hast du das erkannt? Oh mein Gott, eine Freundin von mir früher hatte das und ich wollte auch immer sowas haben. Mein Opa hat so einen zum Drehen und den fand ich auch immer so toll. Es ist ja auch noch ein Panda. Ach, hier sind die Ohren. Er bekommt noch Ohren von mir. Ein kleines Panda-Öhrchen und noch ein kleines Panda-Öhrchen. Schon süß. Hast du einen Bleistift da? Das ist der Vorherzustand vom Bleistift. Er ist stumpf. Jetzt ist was passiert. Das ist ja richtig schnell. Ich hole alle meine Bleistifte und werde jeden einzelnen spitzen. Fertig. Oh nein, der nicht. Hilfe. Upsi. Kleiner Fail. Wer kennt's? Es gibt Bleistifte, die einfach immer abbrechen. Das geht nicht anders. Er hat gerade schon 3 hier so Bleistiftspitzen abgebrochen. Der ist für immer kaputt. Rest in peace, Bleistiftchen. 7,99. Oder sollte ich wieder 10 Euro sagen? Entscheide dich jetzt. 10 Euro. 16,99 €. Das ist ein elektrischer Anspitzer, der ist was wert. Ich weiß nicht mehr so genau, was ich mir da gedacht habe. Aber ich dachte mir, das könnte lustig sein. Wolltet ihr nicht auch schon immer mal eine Axt werfen? Das ist doch das perfekte Spiel für den Rosenhof, oder? Macht man das nicht so tief am Land, in den Bergen, Äxte werfen und dann Holz hacken und dann Kaminfeuer anzünden? Damit ist es nun möglich. Und da sagt nochmal einer, ich habe nur Blödsinn gekauft. Der Junge findet es lustig. 5,50 Euro. Bist du dir sicher? Nein. 3,99 Euro. Freust du dich darüber her? Das ist ein sehr trauriger Tag für dich. Du hast keine Axt gewonnen. Oh, Äxte. 2 Stück. Ist die Mehrzahl wirklich Äxte oder Axt? Aber was um alles in der Welt ist das denn? Das ploppt auf, ich zeig's dir. Alle mal in Sicherheit. Dumm. Das ist ja voll groß. Hier ist die Zielscheibe. Ich habe Angst, Hilfe. Ich bin bereit. Zum Glück sind die aus Schaumstoff. Nicht ganz getroffen. Ich habe noch einen Versuch. Ja, das hält nicht. Naja, schon. Das ist jetzt wirklich der letzte. Das ist doch eine Frechheit. Richtig sauer. Ich gehe. Kannst du dich noch an den Kirschentkerner erinnern? Ja, der war super. Ich habe das gleiche für Erdbeeren. Aber Erdbeeren haben gar keinen Kern. Nee, aber um das Grüne von den Erdbeeren wegzuknipsen. Zick, zick, zick. Na dann mal sehen, was das Teilchen hier kann. Ich weiß gar nicht genau, was ich machen muss. Wow. Das hat ja richtig Spaß gemacht. Okay, da ist das grüne Ding ein bisschen größer. Mal gucken. Ich habe so ein bisschen reingestochen und dann einfach zwicken. Für den hin und weg, das geht richtig gut. Ich weiß zwar noch nicht so ganz, wofür das gut sein kann, weil man kann dann einfach das Grüne abnehmen, runternehmen, übrig lassen, abschneiden, alles Mögliche. Aber es macht Spaß. Bringt mir eure Erdbeeren, ich kann sie entgrünen. Da habe ich ein bisschen viel weggeknipst. 10 Euro?
oder ist das zu viel? Es fühlt sich schon hochwertig an. Anleitung sieht auch gut aus. Okay, entscheiden Sie sich bitte endlich mal. 10 Euro. Wieso ratest du so hoch? Das stimmt. Ja, hiermit herzlichen Glückwunsch. Es hat 10,07 Euro gekostet und hiermit haben Sie einen Erdbeerentgrüner gewonnen. Das heißt Erdbeeraushöhler. Aber bist du traurig? Nee, irgendwie nicht. Ich will, dass sie heute noch traurig wird. Das Böse in Sarina kommt zum Vorschein bei diesem Video. Es ist zwar erst September, aber ich bin schon sowas von in Halloween-Gruselstimmung. Ich liebe den Herbst, ich liebe Halloween. Auf jeden Fall. Für mich könnte es das ganze Jahr lang Halloween sein. Ich habe das gefunden. Ah! Das sind so Gläser mit so Strohhalmen. Und da steht sowas drauf wie Witch's Brew. Dann hier ist Gift drin, hier ist Blut drin. Spinnengift oder irgend sowas. Ah, das sieht doch cool aus. Das sieht so cool aus. Freak an Halloween-Geschirr und Halloween-Servietten und alles mit Halloween. Das ist auf jeden Fall sehr hochwertig. Es ist aus Glas und es ist schwer. Es hat einen Holzdeckel. Ich habe so große Angst. 12,95 Euro. Ich hab's vergessen, ich guck noch. Das wäre schlimmer als der Pulli. Oh Mann, so traurig möchte ich dann auch nicht. Nein! 12,99 Euro, habe ich genau das gesagt, oder? Jetzt fühle ich mich schlecht. Nur ganz kurz. Du hängst doch eh das ganze Halloween bei mir rum. Dim, dim, dim. Unangenehme Stille. Merkt ihr, dass ich immer nur Müll gewinne und sie voll abstauben? Ja, ich merk's. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, ob ich extra Müll gekauft habe. Man kann ja alles verlieren. Und ich habe da auch was richtig Cooles. Set mit Ohrringen. Was soll daran cool sein? Ich habe nicht mal Ohrringlöcher. Du hattest doch mal welche. Seit 100 Jahren nicht benutzt. Ich kann sie dir wieder reinoperieren. Auf gar keinen Fall. Sie sehen wirklich sehr schön aus. Aber ich brauche sie halt trotzdem nicht. Galaxy mit so schönen Sternen und Planeten. Voll cute. Das war übrigens ein Set. Die waren alle in einem Set richtig crazy. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Paare. Ich sag 10 Euro. Möchtest du sie aus meinen Ohren selbst rausholen? Was, ich habe jetzt gewonnen? 9,99 Euro. Ja, du hast hiermit meine wunderschönen Ohrringe gewonnen. Sag dich doch, ich krieg die ganzen Dinge, die ich nicht brauche. Aber ich mag die doch so gern. Ich habe sie sogar schon drinnen. Du kannst sie für 12 Euro abkaufen. Und ich hol meine Geldtasche. Wenn du das gewinnst, dann bin ich traurig. Das ist die schönste Kerze, die ich je gesehen habe. Die ist halt einfach rosa. Da steht Hey Boo drauf und es ist ein Geist. Halt eine rosa Halloween-Kerze. Die ist von TK Maxx. Ja. Weißt du zufällig, wie viel die Kerzen da kosten, oder was? 10 Euro. 10 Euro. Was? 10? Was? 10 Euro. 10 Euro genau, oder wie? 10 Euro. Jedes Mal, wenn ich 10 Euro sage, gewinne ich. Fällt euch das auf? Sie hat 10,99 Euro gekostet. Sie riecht auch noch gut. Und sie gehört mir. Du hast mir meine Gläser geklaut. Jetzt bin ich richtig traurig. Gleich kannst du wieder glücklich werden. Denn du kannst hier bei mir exklusiv eine Rainbow Cake Gesichtsmaske gewinnen. Was ist das? Meine Gesichtsmaske aussieht wie ein Regenbogenkuchen. Wer lässt sich sowas einfallen? Das ist sowas von bescheuert. Was denkst du? 60 Cent. 59 Cent. Bist du jetzt wieder glücklich? Denkst du, das macht meine Kerze wieder gut? Die schönste Kerze, die existiert? Nein. Eines Tages kommt vielleicht wieder ein Mini vs. XL Video. Und das hier ist die XL-Version von Mikado. Ich habe das gesehen und dachte so, oh, das brauche ich. Ab jetzt brauche ich sowas. Immer. 1, 2, 3. Hui, ich fang an. Das ist eine schwere Runde. Ich räume alles ab. Oh, nein. Du bist... Hat sich voll bewegt. Aber das kriege ich trotzdem, oder? Nö. 5 Euro. 3,99 Euro. Wärst du traurig gewesen? Ja. Blöd. Achtung, Achtung, vielleicht errate ich es gleich wieder. Kennst du die? Ich sehe die immer, weil ich habe das noch nie gekauft oder noch nie getrunken. Durstlöscher. Getränke. In ziemlich verrückten Sorten. Saure Apfelringe. Und Blueberry Marshmallow. Du hast die nicht mehr alle. Ich bin ein großer Fan von Marshmallow, aber Marshmallow als Getränk, ich weiß ja nicht. Cheers. Also es schmeckt nach richtig süßer Blaubeere und danach kommt so ein bisschen Marshmallow, aber so super süß einfach nur. Es schmeckt nach künstlicher Blaubeere, nicht so lecker. Jetzt ist Apfel dran, Apfelringe. Und? Sie liebt es. Das schmeckt so gut.
Das ist ja richtig eklig. Igitt. Das verwirrt mich. 89 Cent. Kann ich dir dann den Apfelsaft weggewinnen? Oh, nur 59 Cent. Das darfst du draußen behalten. Fandest du das nicht lecker? Also eigentlich kaufen wir immer Geschenkspapier. Hast du diesmal ein? Nein, ich wollte. Da gab es wieder so schöne. Ich habe auch keins. Aber ich habe Geschenksticker. Das kann man auf verpackte Geschenke draufkleben. Das ist voll niedlich. Und da steht sowas drauf wie Enjoy, Happy Birthday, For You, You Are Great. Es gab zwei verschiedene und ich konnte mich nicht entscheiden. Wie süß! Die will ich haben. Wie viele Sticker sind da drin? 150 Sticker. Ich glaube, das kostet 1,50 Euro. 1,80 Euro. Na, da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Naja, ich habe die Gläser. Lasst dem Video super gerne einen Daumen nach oben da. Und abonnieren nicht vergessen. Dankeschön, die Cuties. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.